Percy, lass dich feiern. Das hier ist deine Armee. Großartig. Percival, du hattest übrigens auch einen halbnackten Background-Tänzer mit dabei. Wie hat er dir gefallen? Ich habe ihn nicht angucken können. Großartiger Auftritt, Riesenshow. Danke, danke. Xavier sieht ein bisschen ungläubig aus gerade. Ich weiß gar nicht, was ich alles sagen soll. Also erstmal, dass das aus dem katholischen Team Ray dieser Auftritt jetzt kommt. Das muss ich erstmal verkraften. Dann diese leidende, gequälte Brustwarze vor dem Auftritt. Da komme ich gar nicht drüber weg. Und für so viel nackte Männerhaut bin ich nicht gemacht. It's music! Hey, aber... Es war so wie an einem Verkehrsunfall vorbeifahren. Irgendwie war es dann, man musste doch wieder mal hingucken. Weil er singt halt. Er singt halt scheiß gut. Ja. Eric und Sascha, konntet ihr auch nicht weggucken und nicht weghören? Ja, ich kam mir vor wie eine Gay Bar in Sin City oder so. Also, ich finde es ja auch, ich meine. Die Show, fangen wir mal vorne an, entertainmentmäßig, mir geht natürlich nicht, aber mir ist das zu viel, das ist too much ein bisschen. Weißt du was? That's okay. Jeder muss mich nicht mögen, aber genau. I love what I do. Das ist doch richtig. Hell yeah! Nina, sprich zu uns. Oh Mann, ey, Percy, ich finde es so geil, weil du lebst das alles aus, was in dir ist. Du hast so Bock drauf. Das ist so gut! Das brauchen wir! Weil wir Menschen halten uns in allem immer und ständig zurück. Wir bremsen uns. Und du musst da auf dieser Bühne sein, um uns zu zeigen, dass wir die Sau rauslassen sollen. Immer! Ray, du hast gesagt, ja, Percy gibt in den Proben immer nur 60%. Wie viel Prozent hat er gerade geliefert?
Also Percival ist, ich nehme den Kommentar von Alec in Kauf halt irgendwie so. Das Ding ist bei Percival, wir haben, hör zu. Also wir haben so viele Seiten von Percival gesehen. Und das war jetzt irgendwie so eine Grenze hier rüber, wo man sagt, das ist ein Hedonism, war ein Herz, hat er so. Hier ist die Entertainer, die wirklich einen kompletten Raum und wahrscheinlich 7 Millionen Menschen zu Hause einfach gerockt hat. Und ich meine, ich persönlich liebe Percival, weil er echt ist, das, was ich nicht bin. Ich liebe ihn dafür, das muss die Ausgleich geben. Und ich freue mich immer mit ihm zu arbeiten, weil ich lerne von ihm auch. Und ich glaube, dass die Rest der Welt irgendwie so ist, auch ein bisschen in ihm verliebt, glaube ich. Yeah. Tja, wie verliebt sind Sie zu Hause? Möchten Sie, dass dieser Mann direkt in die nächste Runde durchmarschieren soll? Dann rufen Sie an 01379 78 78 08. Das ist seine Nummer. Danke, Percival.